Willkommen zurück, liebe Freunde, hier bei Let's Play The Witcher 2. Da habe ich mich doch in der letzten Ausgabe hier so schön in dieser Höhle töten lassen und stellte jetzt fest, das muss ich gar nicht, denn die Quest dazu, die Wahrheit steckt in mir, ja, da habe ich irgendwie versagt, die habe ich nicht mehr. Also Odrin hat sich nicht in die Höhle verzogen, nein, der ist einfach wieder zurückgekehrt und von daher habe ich hier wohl einfach zu lange gewartet. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt die drei Schwestern, untersuche nachts das Haus an den Klippen und das Flussufer. Liva kann dir vielleicht weitere Informationen liefern. Ja, nachts einfach irgendwo rumgucken, das finde ich ganz gut, das machen wir auch direkt. Und wenn wir jetzt hier schon auf die Dunkelheit warten, dann nutzen wir die Zeit direkt und stellen noch ein paar Tränke her. So, Alchemie, so wie immer mit Schwalbe fangen wir an. Oh, ja, verdammt, das wird nichts. Denn da fehlt mir eine Reagenz für. Also Schwalbe wird gerade nischt. So, vielleicht Braunöl. Ja, Braunöl kann ich herstellen, das ist gut. Ja, direkt mal 5 Stück. Habe ich ein bisschen was auf Vorrat. Dann hier noch Krähe. Ja, 3 Stück ist auch in Ordnung. Und ansonsten brauche ich hiervon eigentlich nichts. Ja, Schwalbe wie gesagt, aber da muss ich erst noch ein bisschen was für besorgen. Das ist natürlich doof irgendwie, aber was soll's. Gut, dann warten wir mal die Zeit ab und schlafen bis tief in die Nacht. 23 Stunden, ja, vergehen hier wie ein Wimpernschlag. Und da stehen wir auch schon wieder auf und es regnet, es ist vernebelt. Da hinten, ja, da brennen die Zelte, beziehungsweise lodert das Feuer in den Zelten. Ja, flackerndes Feuer, Zelte, die träumen. Es regnet, deswegen sollten wir uns beeilen. Das gefällt den Geralt irgendwie gar nicht, jetzt hier so ohne Kapuze mitten im Regen unterwegs. Da rosten doch die Schwerter. Zum Glück tragen wir eine Lederrüstung. Der kann nichts passieren. Oh, wird der immer doller hier. Verdammt. So, die Frage ist... Ui. Ordentlich Waffen hier. Anderthalbhänder, Schwert, Bastardschwert. Ja, den Anderthalbhänder können wir ja mal ganz kurz mitnehmen. Mal gucken, was der so drauf hat. Ja, 10 bis 13, irgendwie nicht so das Pralle. Ja, direkt wieder weg, sonst ist wieder zu viel Gewicht weg. So, am besten stelle ich jetzt auch mal direkt die Quest rein, sonst... Genau, sonst weiß ich ja gar nicht, wo ich hin muss. So, ich habe 2 Questmarks. Einer davon führt zu Liva. So, hier ist der erste, die drei Schwestern und... Ah, hier. Genau, und hier ist auch nochmal die drei Schwestern, sprich... Ja, einmal hier so die Runde laufen und dann komme ich auch am Ende zu... am Anfang zu Liva und am Ende, denke ich mal, zum Horrorhaus... Zum fürchterlich gruseligen Horrorhaus. Denn da möchte ich hin. Gut. Gibt's hier noch irgendwas? Nee. Die werden nur alle nass in ihren Zelten drin. Den haben wir hier. Auf der Suche nach Münzen? Oh ja. Was soll ich denn sonst machen? Die Warterei macht mir. Kann man hier was klauen? Ah, kann man. Jetzt haben wir hier 15 Orens Aufwertung der Rüstung. Der Rüstung mit Kettenringen. Ja, auch nicht schlecht. Eine Aufwertung brauche ich ja noch. Was haben wir hier? Holzklotz. Und hier ist auch nochmal ein Holzklotz. Oh, hier, Werkzeuge, Pechdraht, Tuch, Eisenerz. Oh, das Eisenerz nehme ich mit, das ist... Ah! Gut, die Werkzeuge wollte ich zwar nicht, aber die kann man bestimmt noch zu Geld machen. Ja, ich habe keinen Bock mehr auf dich, deswegen renne ich jetzt hier einfach weiter. So, kann man hier was lesen? Nein, kann man nicht. So, mach doch mal die Tür auf jetzt. Und jetzt aber. Ab hindurch. So, aber ich guck mal ganz eben die Aufwertung, die ich bekommen habe. So, Aufwertung der Rüstung mit Kettenring plus eine Rüstung plus 10 Vitalität plus 1% Blutenresistenz. Ja, wäre gar nicht mal so unpraktisch, denn ich habe bis jetzt noch gar nichts auf der neuen Robe drauf. Ich meine, die hat zwar schon von Haus aus plus 14, aber mit den Bonis hier wäre die noch ein bisschen geiler. Aber ich habe jetzt auch etwas Angst, nicht, dass ich dann gleich wieder so eine plus 2 Aufwertung finde oder eine... Vielleicht sogar noch was Höheres, wenn es das geben sollte, keine Ahnung. Weil das wäre dann ein bisschen blöd und ziemlich verschwendet. Da ärgere ich mich auch, dass ich das noch auf die letzte Rüstung draufgekloppt habe. Und jetzt bekomme ich hier schon so eine gute und kann hier direkt mal die Tür nicht öffnen. Was soll denn das? So, hindurch jetzt hier. Wer schleicht denn hier durch die Dunkelheit? Bist du ein Mensch? Ja, bist du. Glück gehabt. Ich wollte schon fast mein Schwert ziehen. So, und jetzt, was haben wir hier hinten? Ach, das sind bestimmt die Moder heute. Ja, sieht doch schon so ganz gruselig aus. Die ignorieren wir jetzt mal direkt, denn wir haben ja eine andere Quest. Und die erste Person dafür kommt direkt hier. Den haben wir hier. Sultan Shivai. Jetzt bin ich mit den Schwarzen in einem Lager.
Nee, bist du auch nicht? Irgendwer hier soll wohl Liva sein, oder? Nee. Ah, hier, Liva. Bist du Liva? Ob dir ein zweiter Pimmel wächst oder die Hoden schrumpeln, stell dich hinten an, wenn du Salbe brauchst. Du warst beim letzten Feldzug von Hänselt hier? Ja, und? Ich hätte einige Fragen an dich. Mach schnell, der halbe Adel Kettwens wartet auf diese Salbe. Natürlich pissen sie nur aus Sehnsucht nach ihren Ehefrauenblut. Igitt! Tja, bis vor 3 Jahren lebte dort die Familie von Malget, einem Heilkundigen. Aber als er mir mit den Verwundeten half, tötete jemand seine Töchter. Er kam nicht darüber hinweg und warf sich in den Fluss. Die Töchter sind hinterm Haus begraben. Dort dürften noch die Grabsteine zu finden sein. Wie viele Soldaten haben die Schlacht vor 3 Jahren überlebt? Eine Handvoll. Wer noch gehen konnte, hat andere hierher geschleppt. Vom Rest war nicht mehr viel übrig. Ja, wir erinnern uns, sie kochten in ihren Rüstungen. Voll eklig. Mich interessiert dieser Turm. Das sind die Überreste eines geplünderten Gutshofs. Man nennt ihn auch den Turm der Lust, seit Madame Carol im Erdgeschoss ihr Lager aufgeschlagen hat. Ah ja. Mich interessiert... Das hatten wir doch schon. Das wollte ich anklicken. Die Schluchten sehen nicht so aus, als wären sie natürlich entstanden. Daran sieht man, über welche Kräfte die Zauberinnen verfügen. Sabrinas Feuerkugeln haben meilenweit im Umkreis den Boden aufgerissen. Ich will nicht stören, wenn du tapfere Krieger heilst. Ja, hier ist er, der Turm der Lust. Aber auf den haben wir gerade keinen Bock. Immerhin kommen wir ja auch praktisch gerade vom West. Also Geralt ist erstmal ein bisschen befriedigt. Und nee, da unten will ich jetzt eigentlich nicht hin. Ein mysteriöser Händler? Ich möchte etwas kaufen. Was hat denn der mysteriöse Händler so alles in seinem Repertoire? So ein paar Runen. So, vielleicht hier etwas Rüstung. Wow! Rüstung aus Banart, plus 16 Rüstung, plus 40, die ist ja besser als die Rüstung, die ich habe. Und ja, sie kostet auch gar nicht mal so viel, ich könnte sie mir theoretisch leisten. Da steht jetzt gerade, ist eine magische Rüstung, die Frage ist, inwiefern ist das dann irgendwie Babibabo. Aha, okay, gut, ich würde mal sagen, immerhin plus 16 Rüstung, wir können es ja mal ausprobieren. Ich kaufe die jetzt einfach mal, so. Haha, ja, zum Glück habe ich da noch keine Verbesserung drauf gehauen auf die alte Rüstung, denn jetzt gibt es schon wieder die nächste hier. Das ist ja am laufenden Band, wechselt der Hexer seine Klamotten. So, ansonsten hat er noch ein paar Klingen, eine 30 bis 34 Schadenklinge, Stahlschwert mit plus 18 Chance auf Vergiftung und 3 möglichen Verbesserungen. Boah, neat, die möchte ich auch haben. So, ansonsten, was haben wir sonst noch? Ein Silberschwert... 29 bis 33 Schaden. Mal, ist der Händler auch DLC oder was? Ist ja mega, was der hier so im Repertoire hat. So, Zeichenbonus oder Adrenalinzunahme bei Treffer. Ich würde sagen, Zeichenbonus wäre für uns wohl das Bessere, aber die kann ich mir noch nicht leisten oder das Schwert kann ich mir noch nicht leisten. Ich will jetzt das Geld auch nicht erstmal unnütz ausgeben, deswegen behalte ich erstmal noch mein altes Silberschwert. Und setze mal, ja, die neue Stahlklinge ein. What the fuck, ist die gut? Und auch noch die neue Rüstung hier vom Banart. Und ja, mein Silberschwert ist jetzt auch nicht so schlecht, aber das Schwert dort ist um Längen besser. Aber ja, ich bekomme hiervon nicht genug Geld. Ja, schade, sieht nicht mehr so episch aus wie die letzte Rüstung, aber soll um einiges besser sein. Ja, super Deal, würde ich mal sagen. Und jetzt muss ich mal schauen, wie ich da hinten hinkomme. Wahrscheinlich mich einfach hier so ein bisschen quer durchs Feld schlagen. Einfach so? Was ist daran? Ja, ein kleines Schwätzchen mit Soltern und Rittersporn werde ich später auch nochmal führen, aber jetzt wird es Zeit für ein bisschen Handlungsaction. Deswegen gehen wir jetzt zum fürchterlich gruseligen Horrorhaus. Mit extra 4 Faktor. So. Badam, badam, babam. Was haben wir hier? Ah, ein Weg in den Wald, irgendwie so. Und das sieht aus wie ein Baumstamm im Wasser. Sehr geheimnisvoll. Ja, hier scheine ich noch ganz richtig zu sein. Irgendwie gehen da ein paar Pfeile hin. Was jetzt hier wohl auf mich wartet? Auf jeden Fall gleich ein Kampf gegen irgendein Ungeheuer. Vielleicht wäre doch das bessere Silberschwert nicht schlecht gewesen. Ich war noch eben noch ein paar Kräuter, die wollte ich noch mitnehmen. Ah, da. Genau, Zaunrübe.
So, macht mal Piep oder Doppelpiep, der Hexer kommt. Ah ja, da vorne, das sieht schon ganz gut aus. Hier haben wir das erste Questmark. So, ich würde mal sagen, gehen wir direkt hier hin. Und was sehen wir hier? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ui, da hinten geht gerade der Mond auf. Oh, sieht das schön aus. Oh, eine richtig nice Grafik und auch die Soundkulisse hier. Aber so wirklich sehen tut man jetzt hier irgendwie nichts. Hier ist zwar ein Stein. Vielleicht kann man da irgendwie drauflaufen und dann passiert irgendetwas. Nee, sieht auch nicht so aus. Vielleicht mal ein bisschen... Ah, hier, das ist blau. Das schimmert hier so ein bisschen bläulich. Vielleicht mal das Medaillon zünden? Nee. Hilft mir auch nicht weiter. Es ist gerade ein Blaumond, der da hinten aufgeht? Haha. ja. Okay, also hier passiert irgendwie nichts. Dann gehen wir hier mal zu diesem Häuschen, denn das wird wohl das sein, was, ja, Hosenscheißer gemeint hat. Haus an der Klippe. Untersuche die Umgebung des Hauses. Gehen wir erstmal rein. Machen mal eine Runde hier. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Gut, dann untersuchen wir... Da ist doch was. Hier. Also hier zeigt er mir was an. Die Frage ist nur, was? Vielleicht an der Hausaußenwand? Ah, Schöllkraut. Aber deswegen bin ich nicht hier. Denn ich bin ja hier, weil ich hier... was sind das für Geräusche? Das klingt irgendwie ein bisschen spooky. Also es ist nachts. Und ich bin hier. Aber es passiert nichts. Gut, dann gucke ich einfach mal noch so ein bisschen um das Haus herum. Ich kann ja schon mal Quen vorsichtshalber mit reinpacken. Was sind wir hier hinten vielleicht? Noch irgendein verstecktes Grab. Art anwenden. Ah ja, gut. Zack und Art. Ein Geheimgang. Hinunterklettern. Mal gucken, was wir da jetzt finden. So. Trapp, 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 trapp. Ah ja, Eingang. Und er führt unter das Haus. Und was finden wir hier? Ich durchsuche den Keller. Ja, den Keller des Hauses. Was haben wir hier? Ich kann mir ein bisschen Licht anmachen. Bestimmt nicht schlecht. Da sehen wir ein bisschen mehr. So, einmal Licht hier. Einmal Licht da. Und anschauen tun wir uns das Ganze auch mal. Sieht ein bisschen nach schwarzer Magie aus, würde ich mal so behaupten. Was haben wir hier? Das sieht nach Knochen aus. Ob das menschliche Knochen sind? Ob man hier alle Lichter anzünden muss? Dann würde ja bloß noch dieses fehlen. Gut. Gut, hier ist noch ein bisschen Pechdraht. Aha, entzündet die Totems in der richtigen Reihenfolge. Uah! Ein Wachsoldat, der nichts drauf hat. Tschüss, Junge. Fresser Sprungbäm. Ja, entzündet die Totems in der richtigen Reihenfolge. Alles klar, also haben wir, das haben wir hier. Da haben wir mit Kopf. Da haben wir ohne Kopf. Und da haben wir überhaupt ohne irgendwas. Nehme ich auch mal alles mit hier. Gut, dann würde ich mal sagen, Kombination, diesmal diese hier. So. So. Und so. So, war das jetzt richtig? Ne, die Lichter sind wieder aus und da kommt nur so ein Wachsoldat. Verfluchte Biester. Aber sowas von. So, fress du erstmal schön das Silberschwert hier. Na, Silberschwert her. Also, meins in dein Gesicht. So möchte ich das. Okay, das war auch die falsche Kombo. Dann vielleicht erstmal hier. Dann hier. Vielleicht gibt es hier auf irgendeinen Hinweis vielleicht, in welcher Reihenfolge sie angezündet werden müssen. Und wieder ein Wachsoldat und wieder lag ich falsch. Okay, dann gucke ich mir das Ganze gleich hier mal an, weil Try and Error ist ja irgendwie blöd. Komm hier, Fressart. So, tot. Okay, wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Ich will anschauen. Nicht Licht anmachen, sondern anschauen. So. Okay, also hier haben wir nur ein Gestell.